Wiesel, des Weiteren Roni Leitke, Präsident des österreichischen Tennisverbandes, der Bürgermeister Rudolf Geißler, dann haben wir Clemens Strimmel, Sportdirektor des ÖBV, und dann haben wir zwei Herren, die auch gut zusammenpassen, der Hoffnungsträger, und der andere rundet, sagen wir sozusagen, mit der Routine ab, hat schon x-mal bei österreichischen Meisterschaften mitgespielt und ist auch wieder im Semifinale. Herzlich willkommen auch Stefan Kubek. Darüber hinaus natürlich veranstaltet Kühlen als Obfrau des Regionalen Tourismusverbandes. Die Vertreter der Presse, selbstverständlich, der hat auch eine Charity, die jetzt parallel draußen läuft, der eine oder andere von Ihnen hat schon eilig und wird dann auch teilnehmen. Bitte schön. Ja, meine Sehr, ich freue mich, dass wir hier in diesem Sportzentrum der Familie Kurz die österreichischen Tennismeisterschaften austragen können. Das passt sehr gut zum Burgenland, das passt sehr gut ins Mittelburgenland. Denn Sport hat für den Tourismus in unserem Land einen sehr großen Stellenwert. Sport ist eine wichtige Säule des Tourismus im Burgenland. Und selbstverständlich hat Sport auch einen Wert an sich. Als Sportreferent der burgenländischen Landesregierung ist es mir wichtig, dass einerseits Spitzensport im Burgenland geboten wird, in verschiedensten Bereichen, jetzt aktuell Tennis im Mittelburgenland. Wir wollen, dass junge Menschen zum Sport betreiben, zum Sport treiben, motiviert werden. Ich glaube, das ist gesellschaftspolitisch sehr, sehr wichtig, dass auch junge Menschen durch Spitzensport zum Sport kommen, dass sie Vorbilder haben im Sport und dann auch Sport betreiben. Und diese Weichenstellung ist sehr wichtig, weil wenn man als Kind, als Jugendlicher Sport betreibt, dann wird man das auch als Erwachsener tun. Und der Weg zum Spitzensport führt natürlich auch über eine aktive Tätigkeit schon in sehr frühen Jahren. Und diese Balance zwischen Breitensport und Spitzensport ist mir sehr, sehr wichtig. Aus dem Bereich Wirtschaft, Politik und Sport gibt, die bei Charity-Veranstaltungen mitmachen, und das Geld wird in einen Jugend- und Sozialfonds 1:1 einbezahlt. Es wird von Expertinnen festgelegt, wofür der am Burgenland, dass man tolle Projekte auf Schiene bringt durch das Gemeinsame, dass wir in den Vordergrund stellen, gemeinsam unterstützen und gemeinsam tolle Veranstaltungen hier auch durchführen können. Ich darf dir besonders für dein Engagement danken, das wir gerne unterstützen. Danke vielmals. Es sind viele Hoffnungsträger heute auf diesem Podium. Ja, sehr geehrter Landeshauptmann, sehr geehrter Bürgermeister, vielen Dank für die den herzlichen und im wahrsten Sinne des Wortes warmen Empfang hier im Burgenland. Wir sind auf der Sonnenseite Österreichs. Ja, das spüren wir alle deutlich, und ich merke, Sie haben da einen besonderen Draht auch zum Wettergott, weil die Unwetter, die ein bisschen Schaden angerichtet haben, sind so eingeteilt gewesen, dass sie die Spiele der österreichischen Tennismeisterschaft nicht gestört haben. Also auch da danke bitte an die Herren, dass sie das so im Griff haben. Der Österreichische Tennisverband ist der zweitgrößte Sportverband in Österreich, und ich sage das mit Stolz und möchte diese Botschaft auch immer hinaustragen. Das zeigt die Bedeutung, die der österreichische Tennissport hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung, die wir als Funktionäre des Österreichischen Tennisverbandes zu tragen haben. Und wenn ich höre, dass unser Landespräsident Günter Kurz da mit tollen Vorschlägen in das Landeshauptmannbüro kommt, dann muss ich sagen, danke vielmals. Also das ist genau die Botschaft, die wir im ÖTV auch von unseren Landespräsidenten hören wollen, dass sie engagiert sind, und danke an den Günter Kurz, dass wir so großartige österreichische Meisterschaften hier im Burgenland haben. Und das zeichnet diese Veranstaltung einmal aus und zeigt auch, wie das öffentliche Sportinteresse zumindest für diese Tennismeisterschaften sind. Der Landeshauptmann hat betont, wie sehr Burgenland ein Sportland ist, welche Bedeutung der Tennissport für das Burgenland hat. Für die Stadt natürlich eine immense. Das ist eines der sportlichen Highlights. Wir sind eine kleine Stadt mit um die 60 Vereine, davon einige Sportvereine und darunter zwei Tennisvereine. Das zeigt auch die Bedeutung des Tennissports in Oberpullendorf. Und dass diese Veranstaltung oder diese Veranstaltungsreihe, muss man ja fast sagen, die Auszeichnung für das Haus Kurz und ist insgesamt für die Stadt und für die Welt.
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Damen und Herren, also aus meiner Sicht, aus unserer Sicht vom Sonnenland Mittelburgenland sind wir natürlich sehr stolz und froh, dass diese Veranstaltung bei uns hier stattfindet. Wir haben im Zuge der Veranstaltung auch ein Rahmenprogramm organisiert mit Weinbauern, mit Draisinentour. Besonders hervorheben möchte ich auch, dass die Sonnentherme, wie schon Herr Landeshauptmann gesagt hat, morgen eröffnet. Ja, auch für die Nächtigungsbetriebe ist es natürlich eine große Bereicherung. Ich möchte auch den Spielern alles Gute wünschen, ein schönes Spiel und ein bisschen kühlere Temperaturen. Dankeschön. Gut, dann im Prinzip kann nur Danke sagen, Großen und Ganzen. Wir haben Danke auf mehrere Seiten. Wir haben im Jahr 2009 diese österreichischen Meisterschaften das erste Mal durchgeführt und in Wahrheit war es damals ein besseres Kategorie 5 Turnier. Also das ist vergleichbar für jene, die jetzt nicht so tennisaffin sind, ein Preisgeldturnier mit 730 Euro. Insgesamt, nicht für einen Spieler, sondern für alle Spieler ausgespielt. Ich kann mich noch erinnern, mein Herz hat geblutet. Wir haben im Juni 2009 das gemacht und 3 Wochen später war in Deutschland die gleiche Sitzliste und die haben dann nur einen Bruchteil von dem Aufwand gemacht wie wir. Und wir haben versucht, diese Veranstaltung permanent weiter zu entwickeln, sind an unser Klientel, an die Spieler selbst einmal herangetreten, was würden sie euch wünschen. Und, als erstes einmal mehr Geld, mehr Preisgeld, aber da sind halt Grenzen gesetzt. Wir haben aber dann auch andere Dinge gemacht. Wir haben die Hospitality frei dazugegeben, wir haben die Verpflegung frei dazugegeben, wir haben Rahmen- und Side-Events gemacht, und zum Beispiel dieses Poker-Turnier, das den besten Anklang findet, das gleichzeitig auch benutzt wurde, um für den guten Zweck zu pokern, also nicht der reine Erlös, sondern wirklich jeder einzelne Cent, der dort reinkaufen ist, ist der regionalen Tennis-Event. Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, liebe Gäste, zu Beginn, auch wenn es glaube ich jetzt schon 3 oder 4 Mal passiert ist, auch aus meinem Grund ein großes Danke an den Günter Kurz, was mich dann auch weiterbringt zur Wichtigkeit dieser Veranstaltung. Ohne solche Leute würde es solche Veranstaltungen nicht geben. Mit seinem ganzen Team, glaube ich, sieht man hier auch, und ich würde wirklich alle einladen, sich auch die Semifinalspiele anzusehen. Das Niveau ist wirklich sehr, sehr hoch, nämlich einerseits sportlich, aber auch im organisatorischen Bereich. Also ein großes Danke auch von meiner Seite und auch im Namen des Tennisverbandes. Die österreichischen Meisterschaften, das wurde vorher schon erwähnt, ist für den österreichischen Tennisverband auf nationaler Ebene das wichtigste Event. Und ich, der verantwortlich bin für den Sport innerhalb des Verbandes, bin natürlich sehr interessiert daran, eben der Günter Kurz hat es vorher erwähnt, an einer möglichst guten Besetzung, dass möglichst viele gute Österreicher und Österreicherinnen an diesem Event teilnehmen und hat er auch einen großen Anteil daran, dass er wirklich so ein tolles Starterfeld auf die Beine gestellt hat. Wie schauen aus sportlicher Sicht solche österreichischen Meisterschaften aus? Ich glaube, wir haben hier zwei Protagonisten. Durch wieder mal, wenn man auf der Tour ist, ist es dann nicht so einfach, bei den österreichischen Meisterschaften mitzuspielen, aber zwischendurch habe ich dann wieder mal mitgespielt und vor 3 Jahren das erste Mal hier. Letztes Jahr und heuer wahrscheinlich zum letzten Mal, weil ich weiß nicht, wie fit ich nächstes Jahr noch bin, aber schauen wir mal. Und ja, also schon eine Weile her. Junior in Österreich, also wissen, glaube ich, alle, wie talentiert er ist und welche Möglichkeiten er hat. Ich hoffe, er weiß es selber auch, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ja, es ist ein harter Weg, er hat sehr viel trainiert. Er ist jetzt im ersten Jahr bei den Männern, hat sehr gute Future-Turniere gespielt, hat bei den Challengern, glaube ich, letzte Quali verloren und so. Also, er muss sich selber zutrauen, dass er gewinnen kann. Und das kann sehr schnell gehen, aber es kann auch ein bisschen noch dauern. Aber ich bin mir sicher, dass er seinen Weg machen wird. Manchmal zum Training hier und ja, es gibt alle Möglichkeiten da, ein Kaltwasserbecken, Warmwasserbecken für die Regeneration nach dem Mensch, dann ja, die Verpflegung ist für das gutes Essen und ja, das ist wirklich ein perfekter Standort für die österreichischen Meisterschaften. Wie ist es denn für dich jetzt, erwarten viele vielleicht hier auch gleich einmal den Meistertitel, ist das Druck für dich oder nimmst du das so und sagst, ja okay, es ist ein Match ist wie alle anderen? Sicher möchte ich gewinnen, das ist eh klar, aber ja, es war eigentlich von der ersten Runde, es ist gut besetzt und es sind von der ersten Runde schwierige Matches gewesen und ja, ich schaue von Match zu Match. Um den sportlichen Aspekt noch weiterzuführen, Semifinale heute gegen Nico Reissi, hast du schon gespielt gegen ihn nochmal? Nein, es ist das erste Match. Was ist zu erwarten? Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall ein hartes Match, er ist ein guter Spieler und
normalerweise sollte er gewinnen. Also wir haben schon einige Male gegeneinander Sätze gespielt. Der Tennisspieler sage ich jetzt mal halten und der Tommy ist ein super Spieler und wenn er da nicht zu viel nachdenkt, das ist das Einzige, was passieren kann, dann was sagst du, Dominik?